Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit Robots in Disguise, Transformers Strong Arm, einem weiblichen Autobot, der hier quasi mit als Kopfgeldjäger unterwegs ist und als Vehicle Mode einen Polizei-Jeep genommen hat. Und ich weiß nicht, ich würde fast sagen, vom Charakter her erinnert die mich sehr stark an RC aus Transformers Prime. Ein sehr cooler Charakter auf jeden Fall. Und mitgeliefert wird bei dieser Figur als Waffe ein sogenannter Froststrahler, der hier auch vorne die Frostsplitter quasi schon angeklebt hat. Finde ich ein bisschen schade, steckbar wäre besser gewesen. Aber okay, man kann nicht alles haben. Ja, die Figur, bevor ich jetzt zu der Figur komme, möchte ich euch natürlich die Packung zeigen. Die Figur ist wie gesagt so im Blister drin. Gefällt mir jetzt nicht so. Hier ist der Rücken nach unten geklappt. Sieht aus, als wenn sie einen Kilt hätte, einen Rock oder wie auch immer. Oder ein Cape. Aber ist nicht so pralle. Ich zeige euch gleich, wie es original aussieht. Hier unten sieht man dann noch den Fahrzeugmodus, Strong Arm, Autobot. An der Seite dann noch das Artwork von ihr. Wie gesagt, ein weiblicher Autobot. Hier oben sieht man auch nochmal das Artwork. Hier natürlich das Robots in Disguise Logo und Transformers Movie 4 Design. Unten drunter sehen wir noch einmal den Mini-Produktkatalog mit allen drei weiteren Produkten, die noch erhältlich sind. Und hinten sehen wir jetzt, die Figur ist in 8 Schritten verwandelbar. Sehr simpel. Und ja, hier sehen wir sie auch nochmal mit dem Frost Blaster mit dabei. Und im Fahrzeugmodus. Ja, und unten sehen wir natürlich auch wieder, wie immer bei allen Heroes-Figuren, die App, den scannbaren Code und hier das Spiel selbst. Und auch hier sehen wir wieder den Roboter, Strongarm quasi, den kleinen und der Froststrahler. Was ich ein wenig schade finde, ist, dass hier zu diesem Charakter nichts, genau wie bei den anderen, draufsteht. Das heißt, man hat keine Geschichte, man hat keinen Einführungstext, man hat gar nichts in der Richtung. Theoretisch ist dieser Charakter einfach, ja, unbekannt. Finde ich ein bisschen schade. Ansonsten sehr cool, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen auf die Figur ein. Die Figur, finde ich, ist mit die beste in der ganzen Gruppe und der ganzen Wave von den Heroes-Figuren. Die Beine sind einfach nur freaky awesome. Erinnere mich vom Design, auch gerade hier wegen diesen Schlitzen, sehr stark an den Leader Class Ultra Magnus aus der Animated Figurenline. Dann hier die Fäuste sind in, wie so eine Art Vertiefung eingelassen. Weiß nicht, eigentlich würde mich sowas stören bei dieser Figur. Komischerweise stört es mich nicht, gefällt mir. Ansonsten sehen wir hier den Brustkorb. Er ist ein bisschen größer als auf der Verpackung abgebildet. Und natürlich das Gesicht. Und bei dem Gesicht sieht man eindeutig, dass es eine Frau ist. Finde ich ziemlich cool. Alleine schon wegen den Augen. Auf jeden Fall freaky awesome. Echt genial. Und die Schultern sind auch echt gut gelungen. Gefallen mir. Sind so richtig bullig. Und wirken dann nochmal gleichzeitig wie so eine Art Bedrohung quasi für die Gegner. Ansonsten, wie ich euch jetzt vorhin erzählt habe, das Backpack würde ich jetzt persönlich hinten auf dem Rücken platzieren. Sieht so deutlich geiler aus, passt dann auch vom Design her, weil es ja die Seitentüren sind, auch mehr in Richtung Design von Bumblebee, der sie ja sowieso auf dem Rücken hat. Ist zwar ziemlich groß, das Backpack, aber so sieht es auf jeden Fall deutlich geiler aus und ist auch quasi mit dem Original eher zu vergleichen als so. Denn ihr seht, hier hinten hat sie die Türen auch auf der Schulter. Ja, die Figur hat ziemlich schlichte Räder. Finde ich ein bisschen schade, dass die unpainted sind. Auf dem Artwork hat sie hier noch so einen hellen Kreis quasi drin, einen blauen und einen grauen. Hätte man hier gut umsetzen können. Ansonsten, die Füße sind leider hohl, was ich schade finde. Ansonsten ziemlich geil die Figur. Den Frostblaster könnte man ihr quasi hier hinten im Rückenmodul platzieren. Man sieht ihn natürlich hier oben rausgucken. Was man auch noch machen könnte, wäre hier die Seitenpins benutzen, die hier drin sind, um ihn hier seitlich zu verstauen.
So, zum Beispiel. Macht natürlich auch irgendwas her und ich finde es so eigentlich auch deutlich angenehmer. Ja, die Figur an sich ist von der Bewegung her eigentlich ziemlich gut. Man kann den Arm leichten Einschränkungen, ja, wegen diesem Rückenmodul quasi, um 360 Grad drehen. Die Ellenbogen sind ja, anwinkelbar. Blöd ist halt, dass diese Klappe sich immer wieder öffnet. Das heißt, ihr könnt den Ellenbogen um 90 Grad nach oben drehen und natürlich drehen. Ansonsten ist hier oben ein Balljoint drin, das heißt, ihr könnt auch richtig die Arme nach innen ein bisschen drehen, wie ihr wollt, um zum Beispiel die Schultern größer wirken zu lassen. So. Ja, die Füße an sich haben ein Oberschenkelgelenk. Die Füße hier unten lassen sich bewegen, das Knie lässt sich ziemlich gut anwinkeln. Macht auf jeden Fall was her. Und ansonsten hat die Figur noch ein Hüftgelenk, mit der sie quasi die Hüfte natürlich auch noch drehen kann. Die Figur hat für mich einen sehr hohen Stellenwert in der Figurenline momentan, weil sie wirklich einfach mit die am coolsten aussehendste Figur ist und ein weiblicher Charakter natürlich noch dazu ist, was auch einiges her macht und dieses leichte Samurai-mäßige passt perfekt. Ja, mich stört an dieser Figur eigentlich gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde sie super, perfekt gelungen. Und ja, kommen wir jetzt doch einfach mal zur Transformation. Wir nehmen die Waffe erstmal ab. So, dann drehen wir hier unten die Füße einmal komplett herum, dass quasi das einmal so verschlossen ist. Das ist dann quasi die Rückseite des Autos. Wie gesagt, die Ladefläche. So. Dann drehen wir hier die Füße ineinander und verschließen die mit diesen Packs. Anschließend drehen wir hier das ganze Rückenmodul nach unten, drehen hier die Hüfte einmal komplett herum, dass die Füße quasi einmal entgegengesetzt des normalen Körpers ist oder sind. Und anschließend, ganz wichtig, müsst ihr hier den Brustkorb nach unten klappen. So, anschließend dreht ihr hier vorne einmal die Seitenteile nach unten. Das sind quasi die Motorhaube. Winkelt die hier unten einmal an, dass die quasi einmal hier drinne befestigt werden. Anschließend dreht ihr hier die Klappen der Hand einmal auf. Das gleiche hier ebenso. Dann dreht ihr diese nach innen, befestigt diese miteinander, lasst sie also quasi einrasten, so, und dann klappt ihr einfach nur die Hände quasi, oder besagt die kompletten Unterarme, wenn sie mal nicht wieder aufklappen würden, einfach nur vorne über den Kopf. Eine coole Idee auf jeden Fall mit der Verwandlung und es gefällt mir sehr die Idee. Könnten sie ruhig öfters machen. So, Motorhaube ist jetzt verwandelt. Jetzt kommt eigentlich das schwierigste Teil, diese Klappe nach unten winkeln. So, jetzt habt ihr hier kleine Packs, die werden quasi hier drinnen befestigt. Festdrücken, es hält nicht immer, sage ich gleich dazu. Und jetzt die Türen einmal nach unten drehen und jetzt kommt es schwieriger. Ihr müsst quasi diesen Pin da drüber hieven. Gleichzeitig hier, einmal hier und einmal hier. So, und schon haben wir Strong Arm fertig verwandelt im Polizei-Jeep-Modus. Finde ich, sieht ziemlich geil aus. Eins, was mich an dem Fahrzeugmodus ein bisschen stört, total hohl innen drin. Das finde ich halt extrem schade. Ich hätte es echt toll gefunden, hätte man hier vielleicht noch so eine Klappe oder wie auch immer. Wie gesagt, ihr könnt den Brustkorb auch so lassen. Das ist euch überlassen. Ich würde es allerdings so nach unten klappen. Macht auf jeden Fall dann deutlich mehr her. Und ja, es wirkt dann eher wie so ein, naja, ich sag mal, halb gewollt, nicht gekonnt, ein Verdeck quasi. Schützt allerdings hier diesen Sticker, was ich eigentlich dann schon wieder ganz sinnvoll finde. Ja, das ist es soweit. Ihr könnt natürlich hier auch noch die Waffe und hier unten noch platzieren.
So. Und schon ist die Waffe gut versteckt. Ja, das ist jetzt Strong Arm mit, finde ich persönlich, mit einer der geilsten Figuren von allen vier. Derzeit aus der Wave 1. Und ich möchte definitiv von Hasbro mehr hiervon sehen. Ich freue mich schon extremst auf die Wave 2. Und ja, die Figur hat für mich im Fahrzeugmodus sowie im Robotermodus volle 10 von 10 Punkten auf jeden Fall verdient. Theoretisch würde ich einen kleinen Punktabzug geben, weil hier halt das Painting vorne komplett fehlt, einfach nur eine weiße Blende. Und hier hinten einfach die Rückenlichter nicht bemalt wurden. Aber gut, das kennen wir nicht anders von Hasbro. Schade auch hier hinten, dass hier hinten die Rückscheibe nicht schwarz gemalt wurde. Auch sehr schade. Ansonsten, super Figur, holt sie euch, es lohnt sich. Sie ist ab Januar 2015 erhältlich und ist in einem Preissegment zwischen 17 und 22 Uhr, 22 Uhr sage ich jetzt schon, 17 und 22 Euro angesiedelt. Ja, es ist schon spät, mittlerweile haben wir jetzt schon 3 Uhr nachts. Wird auf jeden Fall Zeit, dass ich gleich schlafen gehe. Ja, ansonsten super geile Figur. Kann sie jedem empfehlen. Ihr könnt die Waffe übrigens auch hier oben auf dem Dach befestigen. Wollte ich nochmal noch sagen, das hätte ich fast vergessen. Wenn ihr sie findet, holt sie euch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr werdet es nicht bereuen. Ansonsten wünsche ich euch was. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, das Review hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr könnt mir ein Abo hinterlassen oder mich weiterempfehlen, verlinken, wie auch immer. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, euer Rex4Toys.